Ah, der Kompass spielt verrückt. Er macht, was er will, wie der April im Mai. Was? Was? Hallo Leute, ich bin's GigaLP. Und heute kommt mal wieder eine nachkommentierte Folge. Ich weiß es. Hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis mal wieder was Nachkommentiertes kam. Aber ich habe jetzt einfach Zeit gehabt. Ein bisschen und ja, weil ich habe im Moment sehr viel an der Backe mit dem Castle Let's Build. Das muss ich eigentlich auch noch schneiden und ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Jetzt kommt noch kommentiertes Video. Wir spielen jetzt erstmal auf der Map. Oh, Windmills, so war das, genau. Und wir überspringen gleich den Equipment Part. Oh shit, der portet sich in die Mitte. Lol, ist er weg? Da unten ist er, Alter. Was ist er denn für ein Lacker, Alter? Er hat einfach da runter geschafft. Naja. Boah, der Typ daneben ist full dir. Ich bin gespannt, ob ich den Rack. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es werden ein paar nice Runden zusammenkommen. Das sind sogar. Die Runden habe ich am Stück gespielt. Also, ich habe da keine Runde rausgekartet. Ich war da richtig im Lauf, richtig eingespielt. Oh, der ist gedroppt. Als ob der einfach runtergefallen ist, Mann. Was ist denn los mit ihm? Er war einfach full dir. Naja, ich habe eigentlich auch nicht so gutes Equip. Ich habe ziemlich gutes Equip sogar für das, dass ich noch Knüppel habe. Und MG! Yes! Okay, da drüben ist der nächste Gegner. Er kommt her, glaube ich. Ja, er kommt. Sehr schön. Nice. Lol, der hat's Bergarbeiter-Kit. Alter. Deadshock. So, jetzt komm auf ihn drauf. Wo ist er? Ui. Ja, doch, der. Den habe ich gedroppt. Alles easy. Alles easy. Sehr schön. Ah, da ist der Kill. Oh, ein Enchantment Table. Sehr schön. Oh, Risiko, Risiko. Ah, weil es. Ich weiß nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt. Die geringe Chance besteht, dass man auf. Wenn man da auf 2 Level verzaubert, dass man da auch Knockback 1 drauf bekommt. Die geringe Chance besteht. So, ich werde jetzt erstmal Dias abbauen, um mir einen Dia-Helm zu machen. Oh. Hat da jemand Fallschirm bekommen? Oder war es einfach nur ich? Oder war ich einfach nur dumm? Oder ist es einfach. So, den gleich enchanten auf Protection. Ja, sehr schön. Läuft ja wie am Schnürchen. Ich habe jetzt schon 9 Punkte. Also Punkte in Flensburg, weißt du? Das ist, ja, Punkte in Flensburg muss so. Oh, lol, ich dachte mir gerade ernsthaft, der springt erstmal runter. Okay, das war guter Move von ihm. Ich baue hier erstmal zu. Weil das auch guter Move von mir, dass da niemand reinfallen kann. Weil wenn da unten jemand ist, dann bin ich richtig am Arsch. Beinahe runtergefallen, Alter. Puh, Alter. So, oh, er hat eine Angel. Alter, wie viel Angeln will er denn noch? Aber er ist jetzt down. Da machst du nix mehr, Alter. Nix mehr machst du. Hui, da ist auch der schöne Kill. Oh Mann, jetzt muss ich Holz abbauen, weil ich nicht mehr viele Blöcke habe. Das ist doch so traurig. Ja, ich habe übrigens gerade gesehen, Diamond Diego, der City ist gerade online gekommen. Schreibt einen Kommentar unter meinem Video. Kiga, kennst du das, wenn du privat zockst und dann jede Runde gewinnst und wenn du dann einmal aufnimmst, sind die Runden richtig low? Oh Mann, dieses Gefühl kenne ich so gut, einfach so gut. Ich habe. Ah, oh, das ist einfach so traurig. Oh, hier ist gerade noch. Nee, okay, können wir machen. Und nein. Okay, gute Kommentare auf jeden Fall. Ja. So, ich baue mich da mal zum nächsten Gegner und, aber wie ich gerade sehe, ist der Gegner hinter mir wieder. Ah, der Kompass spielt verrückt. Er macht, was er will, wie der April im Mai. Was? Was? Wieso? Okay, ich merk schon, ich rede wieder die besten Sachen, die man so reden kann, oder? Nicht. Aber okay. So, es leben auch noch 5 Spieler. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die denn sind. Ich baue mich jetzt sicherheitshalber mal oben rüber. Weil dann. Er baut sich auch hoch. Oh Mann, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Oh, gehe ich wieder zurück, Alter. Ich habe die Idee, ich baue mich einfach oben zu. Also halt nicht zu. So, also nicht in Spinnweben, weil das. Diesen Fehler habe ich schon oft genug gemacht, dass ich mich in Spinnweben eingebaut habe. Dann kommt der Gegner aber zu mir in die Spinnweben und dann wird es schön kuschelig. Ich sag's euch, damit ich down. Weil ich ja Knüppelkit habe und ich ja darauf spekuliere, den runterzuboxen. Okay. Ich tue erstmal so tun, alles klar. Ich tue erstmal so, als hätte ich nur dieses grässliche Steinschwert, aber. Kommt er. Zickzack. Ja, es juckt ihn halt nicht. Hinter mir ist auch jemand. Sheesh. Boah, als ob jetzt von beiden Seiten die Leute kommen.
Oder halt eben nicht kommen. Ja, ich komme ganz bestimmt nicht. Oh, ja, ich dachte gerade, er wäre gekommen. Okay, er baut sich ein bisschen. Er klaut sich halt nicht. Was klaut er sich denn nicht, Mann? Als ob ich eine Angel hätte. So unfair. Sackelpicker? Sein Name? Sackelpicker? Sackelpicker. Als ob er Sackelpicker heißt. Erstmal ein Screenshot, Alter. Sackelpicker, Alter. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt mal zum Sackelpicker und wreck den ein bisschen. Weil auf den hab ich jetzt Bock. So. Er ist wohl dir. Hui, Alter. Ich hab's leider nicht mehr geschafft, MLG zu machen. Ich würde eigentlich gerne raggen. Okay, wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Okay. Was mache ich jetzt? Er isst was. Das sollte ich auch mal tun. Oh, da ist er. Ha. Ja, er hat Angst. Er hat auf jeden Fall Angst. So, jetzt erstmal ein Steak gönnen. So. Ja, ich kann ihn schlagen. Und er checkt's nicht. Ja. Boah, Alter. Er muss so down gehen. Er muss einfach down gehen. Er muss down gehen. Ich gebe ihm so viel Hits. Oh. Ja, sehr schön, Alter. Nice. Da bin ich schon mal full Dia jetzt. Das sind noch gute Voraussetzungen. Okay. Wir sind auch nur noch zu zweit. Und der Kompass zeigt in die Mitte. Hä, als ob der Zickzack-Typ gestorben ist. Hä, ist der richtig down gegangen? Lol. Der Kompass zeigt echt in die Mitte, ja. Ja, da oben ist der. Diamond Tiger ist noch. Ja, La Zickzack ist ein. Zickzick oder irgendwie sowas. Ist ein. Ist gestorben. Oh, Enderperle. Oh, shit. Der kassiert so hart. Er hat nicht getroffen. Er hat einfach nicht getroffen. Wie traurig ist das denn? Ja, GG, Alter. So, weiter geht es mit der nächsten Runde auf Cars. Okay, der Typ geht erstmal an dieselbe Kiste wie ich. Und er geht wieder an dieselbe Kiste wie ich. Wie dumm ist er denn? Er wird so keine Kiste bekommen. Oh shit, da bin ich unten. Oh, er hat die Kiste abgeholt. Aber trotzdem. Das war ziemlich crazy von ihm. Ja, ich lasse ihm mal ein paar Hinterlassenschaften. Lasse ich ihn mal da. Die Hose kann ich, glaube ich, selber gebrauchen. Ja, werfe ich erstmal weg. Ihr wisst ja, es ist nachkommentiert. Ich sehe halt im Nachhinein immer mehr Sachen, die ich falsch oder schlecht gemacht habe. Aber das ist ja egal. Okay, Schutzzeit ist noch. Ich riskiere einfach mal ein bisschen. Oh, der wird gerackt. Hä? Ach, die Teamnamen sind nicht mehr grün? Wie scheiße ist das denn? Als ob. Boah, ich werde so verwirrt sein. Okay, in die Mitte kommen. Ja, easy. Da, der hat abgestaubt. Also nicht abgestaubt, aber halt. Ja, was war das für ein Geräusch? Oh, Boost. Immer macht Boost. Ey, der landet einfach instant direkt neben mir. Oh, Alter. Oh, sehr nice. Ich habe jetzt fast Tankrüstung, also läuft auf jeden Fall hart bei mir. Alter, mein Herz, Mann. Ich habe doch so gewusst, dass ich noch auslassen werde wegen den Teamnamen. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Mein Herz. Hä? Was sind das für Geräusche? Mann? Hä? Ich bin verwirrt. Das klingt wie so ein Notenblock. Aber die klingen nochmal ding, 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 ding. Und nicht tick, tick, tick. Na, egal. Crasher 71. Leute, erinnert ihr euch? Es ist der Abfucker. Als ich ihn als erstmal nur nachschreiben, du bist im Video. Alter. Erstmal schön in die Nase reiben. In die Nase vor allem. In die Nase reibe ich es ihm. Alles klar. Macht man auf jeden Fall so. Als Sprichwort, man reibt es ihm in die Nase. Wir bauen einfach genau gleichzeitig Buch. So. Kommen die werden jetzt hart gerackt. Okay, der Typ steht ein bisschen AFK rum, den kann ich, glaube ich, so ganz easy mit einem Hit. Oh. Okay. Der wird mit dem Schwert ganz normal abgefertigt. Okay, ja, fällt das runter. Ist mein Typ down gegangen? Ich glaube, mein Typ ist wirklich down gegangen. Nein. Ach, oh, ich dachte für den ersten Moment wieder, das ist mein Typ. Alter, das ist echt ziemlich scheiße, wenn man die Teamnamen nicht sieht. Okay, ich hole ihn ja mal. Oder ich hole ihn dann nicht runter von seinem Höhenritt. Na egal. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock, dass er auf mich draufspringt, weil der hat Safe Cobwebs, in die er sich einbaut und dann sieht es sehr schlecht für mich aus. Aber es ist der letzte Spieler, sehe ich auch schon gerade. Okay.
Crasher hat nicht geantwortet. So, come on. Ja, ja, ich wusste, dass es Benehmen hat. So, okay, ich muss es mit Taktik spielen. Ja, sehr schön. Ja, ja. Ja, easy. Na, okay, easy nicht, aber es war nice. So, die nächste Runde geht weiter auf Tavern. So. Nämlich mit dem Tankkit. Und wir überspringen wieder die Phase, wo ich mich equippe, weil das ziemlich langweilig ist. Lala. Okay, jemand bekommt Schaden. Brennt da wieder jemand oder was ist da jetzt los? Ja, er brennt. So, ich mach meinen Typen mal Dia-Schwerter. Holen die sich die ab, also sie scheinen jetzt nicht so. Oh doch, da kommt einer her. Bietchen, Bietchen. Und der andere. Ja, er droppt's erstmal. Nice, er braucht es anscheinend richtig. Dann habe ich wohl 4 Dias gewastet. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Also, ja, es ist ein großes Hobby von mir. Wie ich immer richtig hart eskaliere, wenn da so ein weißer Typ vorbeikommt. So. Wo sind die denn jetzt? Oh, Alter. Yo, als ob. Ja, ich bin beinahe runtergelaufen. Das wäre richtig nice gewesen. Okay, erstmal Cobweb MLG machen. Ja, nice. Bin fast mal auf den Rand gelandet. So, okay, da wrecken wir den Easy für den Kill. Ja, ja, ja. Der hatte auch ein schönes Schwert. Auf jeden Fall. Okay, das ist unser Teammate. Ja, da hast du ein bisschen Stuff. Brauche ich jetzt nicht mehr. In der Mitte ist es eigentlich ziemlich langweilig. Ich loote die Kisten jetzt erstmal nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und ich gehe lieber zu den Gegnern drüber. So. Haben wir eine schöne Treppe. Oh ja, Arschlecker. So. Das war ziemlich dumm, aber okay. Ja. Die geben mir halt Lowground, aber ich glaube, ich habe bessere Rüstung. Also ich müsste eigentlich mehr. Jetzt hat er mir den einzigen nicht gegeben. Meine Typen kommen nicht. Das ist natürlich auch immer schön. Okay. Ich kann halt da nicht zu. Ich kann ihn nicht zu zweit recken. Recken. Alles klar. Ich sag recken. Ja, dann gehe ich doch mal zurück und schaue, was die Typen mir übrig gelassen haben. Oh, die Kiste haben sie, glaube ich, gar nicht in den Fingern gehabt. Ja, die kommen überhaupt nicht, die juckt es alles gar nicht. Ich glaube, die haben ein bisschen Angst. Hatte ich an der Stelle auch. Ja, der eine Typ will ein Dia, soll er haben. Nachdem er ja vorher meine Dia-Schwerter nicht wollte und ich 4 Dias gewastet habe, dann war das ein bisschen traurig, aber jetzt will er auf einmal ein Dia haben. Okay. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Da ist nur noch einer. Den alleine kann ich wrecken. Alleine kann ich ihn wrecken. Alleine schaffe ich das. Boah, jetzt nimmt halt den Lowground richtig in Anspruch. So, sehr schön. Da habe ich ein bisschen Stuff. Ich will hier weg, weil wenn der andere Typ jetzt auch noch abstorben kommt, das finde ich gut. So, ich weiß nicht, ob ich dem sein Schwert habe. Ich weiß auch nicht, was für ein Schwert er hatte. Wäre nice, wenn es ein Knockback-Schwert wäre. Und es ist ein Knockback-Schwert. Sehr schön. Was mit seinem Teammate passiert ist, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Meine Teammates gammeln da in der Mitte rum. Ich glaube, denen gefällt es da ganz gut. Die wollen, glaube ich, gar nicht zu den Gegnern, glaube ich. Also habe ich so das Gefühl. Aber ich schon. Oder ist auch sein Teammate. Der denkt sich nur so, hä, wo ist mein Teammate hin? Ich habe ihn alleine gelassen. Wo ist er hin? Hey, play. Okay, den kann ich auch racken. Jetzt habe ich ja ein Knockback-Schwert. Da kriegt er die Combo des Todes, Alter, in der Luft zerfetzt. Würde ich euch mal so behaupten. Okay, da drüben, Zweier-Team, so wie es aussieht, wird eher kritisch, obwohl ich ein Knockback-Schwert habe. Das sind immer noch die Dia-Schwerter. Niemand will meine Dia-Schwerter. Ich glaube, die sind verseucht, deswegen will die niemand. Aber ich glaube, rüberbauen, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Da drüben, da hinten liegt noch Staff, aber das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja eigentlich alles. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich baue mich jetzt einfach rüber. Bring da mal ein bisschen frischen Wind rein. Ich muss ja nicht mich direkt mitten ins Gemetzel stürzen. Aber bisschen wäre schon nice, oder? So, jetzt leben wir noch 8 Spieler. Ich weiß gar nicht, was mit meinen Teammates jetzt passiert ist. Sind die jetzt noch in der Mitte oder nicht mehr so? Also, ja. Okay, es ist auf jeden Fall ein Zweier-Team. Lol, da oben ist Gemetzel. Aber das waren auf jeden Fall noch meine Typen. Vielleicht sprengen die auch die Blätter weg. Um ein OP-Gold abzumachen, das ist ja
möglich mit dem Geist halt. Oh, ich dachte, Mulat, der springt. Er springt auch wirklich. Sehr gut, Alter. Das war einfach mein Instinkt und da geht er aus dem Spinnenweben raus. Das war sein Fehler. Ja. Enderpearl. Nein. 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 Oh, fuck, er hat den Lockpack-Schwert. Nice, GG. Ach, da habe ich nicht mehr geschafft, Adol zu schreiben. Naja. Naja. Es war auf jeden Fall eine ganz nette Runde. 4 Kills kann man so machen. Aber jetzt geht es natürlich weiter mit der nächsten Runde auf der Map. Sorcery. Oder wie auch immer man es ausspricht, ob man es C jetzt S ausspricht oder Sorcery. Aber das kann ich mir. Ja, weiß nicht genau. Naja. So, ich habe jetzt leider keine 2 Dias, deswegen suche ich hier. Wieso ist hier so viel Lapis und so viel Emeralds, Alter? Gibt's hier Dias? Ja, da gibt's Dias. Ich sehe sie schon. Ich muss sie nur noch finden. Ah, da ist schon einer. Weil ohne Waffe das Mage-Kit zu haben, ist eher ein bisschen kritisch. Oh, da ist der andere. Sehr schön. So, da mache ich mir auch mal ein schönes Dia-Schwertchen. Hier in Nein. Jetzt habe ich 53 Sekunden Stärke. Als ob ich meinen Stärke-Trank schon wieder geworfen habe. Das ist einfach so bitter. Ich meine, ich habe 53 Sekunden Stärke, aber normalerweise hätte man 1,5 Minuten, glaube ich. Och, wie bitter ist das denn? Ich wollte auf den Enchantment-Table rechtsklicken. Und habe einfach richtig hart verkackt. Der Rechtsklick hat gescheitert. So, sehr schön. Der hat eine Enderperle, sehe ich gerade. Was ich damit mache? Pff, ich habe noch ein bisschen Stärke. Die kann ich ausnutzen. 22 Sekunden noch. Das müsste reichen, um diesen Typen da zu klatschen. Alter, jetzt geh doch her. Oh, der war abgestaubt. Das war böse. Tut mir leid. Oh, da macht jemand TNT-Boost. Ich weiß nicht genau, wohin. Das ist ein Rätsel. Yo, Leute, wie viele Heiltränke und Enderperlen ich auch habe. Ich habe 2 Enderperlen. Das ist krass. So, da bin ich auch equipped und kann dann gleich mal schauen, wie es weitergeht. Ich muss mir nur noch hier meine Heiltränke zurecht suchen, sortieren, was auch immer. So, Heiltränke finde ich ein bisschen besser als Regeneration, weil so im Eifer des Gefechts bringt einem die Regeneration auch nichts. Da läuft jemand hinter mir. Der hat Stärketrank. Aber er kriegt die Kombo des Todes. Oh shit, ich heil mich. Ja, 2-mal heilen war gut. Er wollte mich abwerfen, hat nicht getroffen. So. Da ist jemand hinter mir. Nein, ich werde zu down gehen. Okay, die boxen sich. Weg, ich muss durch. Da kam noch jemand, oder? Kam dann noch jemand? Als ob da jetzt 3 Leute in der Mitte waren. 3 Gegner. Okay, der, glaube ich, hat sie alle gerackt. Ja, der hat sie alle gerackt. Julian GHG hat 2 Leute gleich getötet. So, ich gönne mir die Generation und gehe zurück, weil den kann ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, der ist nicht ganz so gut bei Leben. So, okay, der hält noch ziemlich gut aus. Hat sich anscheinend geheilt oder hat nicht so viel kassiert. So. Hä, hey, was? Lol. Es war einfach der letzte Gegner. Nice, ich habe die Runde gewonnen. 3 Kills, aber ist nicht so nice, aber... ja. Ich würde sagen, das war's dann von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Es war sehr viel Arbeit, also würde ich mich freuen, wenn ihr diese Arbeit wertschätzt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.